Hallo liebe YouTube-Gemeinde. Endlich habe ich meinen Computer wieder und kann mal wieder Videos aufnehmen. Ja, dieses Video müsste eigentlich auch jetzt einen Tag oder zwei Tage, nachdem ich meinen Computer wieder habe, laufen, weil zwei Stück hatte ich noch auf Platte. Die konnte ich noch vorher ins Netz stellen, bevor dieses Video hier läuft. Und ich muss euch sagen, es hat sich viel getan. Es ist also ziemlich blöd gelaufen. Und zwar war das so, ich habe gebaut ziemlich viel, weil ich ja langsam in die Pötte kommen musste. Das gucken wir uns jetzt auch mal hier durchgängig mal an. Erstens mal habe ich Wege angelegt. Die habe ich hier verschönert mit ein bisschen Steinen. So halt eben, ne? Hier oben habe ich eine neue Dachlinie gezogen, aber da kommen wir gleich zu. Weil die andere, die fand ich dann doch blöd. Das ist schon so lange her, dass ich noch nicht mal mehr genau weiß, was jetzt überall alles gemacht ist. Ich glaube, hier unten die Stützen und hier den die Brücke habe ich verschönert. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das schon gemacht hatte. Dass die ein bisschen schnieker aussieht, alles in allem. Ja, hat eben alles so gemacht, damit das, wenn jetzt die neue Staffel startet, alles hier fertig ist. Und die Welt an sich so abgeschlossen in sich wirkt. Ja, neue Wege, wie gesagt. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich, dass vieles hiervon auch online machen, also während nämlich aufnehmen machen. Aber da war ich erkältet gewesen und konnte nicht aufnehmen, weil ich keine drei Worte rausgekriegt habe. Ich ziemlich krank war und habe dann gesagt gehabt, okay, ich muss aber was machen, sonst komme ich überhaupt nicht mehr zu Rande. Ja, und dann ist der Computer kaputt gegangen und wie das so ist, hat das ja dann noch wieder ewig gedauert, bis ich da wieder halbwegs repariert hatte und gemacht habe. Hier habe ich mal vorbereitet und mit den Säulen hier angefangen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das ist auf jeden Fall mal was, was optisch gelaufen ist. Hier vorne die Treppe, glaube ich, hatte ich noch nicht gemacht gehabt. Wie gesagt, oben die Dachlinie habe ich erneuert, damit das Ganze ein bisschen stimmiger wird. Viel gemacht. Hier hinten den Weg habe ich noch nicht ganz fertig gebaut. Das wollte ich dann auch online machen. Wie ihr seht, habe ich hier noch nicht hundertprozentig weitergemacht. Okay. Oben die Dächer sind zu. Halt eben alles so kleine Futzelarbeiten, die unheimlich lange aufhalten. Wichtige Sachen habe ich aber auch gemacht. Okay, jetzt hier, das ist unwichtig. Ich habe hier Treppe eingezogen, eine anständige, damit das auch vernünftig funktioniert. Ich muss mal kurz gucken, ob ich in dem, ja, Peaceful, ne, ich muss auf Easy schalten. Ich hatte kurz den Peaceful-Modus eingehabt, weil mir hier unten die ganze Zeit Monster gespawnt sind und ich nicht hunderte von Fackeln setzen wollte, permanent. Und zwar habe ich hier auch weitergemacht. Tötungskammer und so weiter und so fort. Jetzt werden sich viele fragen, ja, hier ist ja ganz seltsam, der hat den Boden rausgerissen. Hat einen ganz einfachen und simplen Grund. Den Holzboden musste ich rausreißen, weil der permanent hier hinten in Flammen aufgegangen ist. Von den Lasern, schätze ich mal. Und ich habe hier ein Control Center gebaut. Die Transportlaser sind an. Den Laserstrom mache ich auch an. Das sind dann hier die Laser. Die Transportlaser sind die oberen. Und der Laser XXX, der super starke, wird jetzt hier auch angebracht. So. Dann kann jetzt hier das Zeug hinfliegen und dann wird das hier in diese Kisten sortiert. Licht habe ich auch automatisch an- und ausgemacht. Wo kann man das Ganze hier ein bisschen dunkler und heller machen? Ist aber eher uninteressant. So. Zeigen wollte ich euch natürlich, wie ich das Ganze gemacht habe, und das ist jetzt ein kleines bisschen komplizierter. Als erstes Mal habe ich natürlich hier Kabel gezogen.
ein Kabel von oben, ein Kabel von hier. Hier sind die Laser, die die Monster in die vorne in die Laser drücken. Und hier ist so, gerade ist mir mein Minecraft abgestürzt. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt Kabel für hier oben, für die anderen Laser. Das sind so die Transportlaser, habe ich die genannt. Das geht dann hier hinten rüber. Ja. Und von hier oben kommt auch ein Kabel. Und zwar von den anderen Lasern hier. Jetzt machen wir das mal kurz anders. So. Und so. Und dann fliegen wir mal hier hoch. Hier sieht man, habe ich das weiße Kabel hier mit den Lasern verbunden und das blaue Kabel mit den Lasern. Da sieht man die Laser auch lasern. So. Und aus. Und das führt dann im Endeffekt hier hin. So, und von hier aus geht es dann weiter hier rüber. Gut. Ist eigentlich ganz easy. Das Kabel läuft hier unten rüber, hier rum und geht dann an so kleine süße Switches hier. Haha, ganz super, ganz toll. Und die kann man jetzt hier vorne einfach an- und ausschalten. Man sieht da hinten, wie der Switch dann an- und ausgeht. So kann man wunderbar hier die ganzen Dinger kontrollieren, die vier Stück. Muss die hier auch leider ein kleines bisschen ausschweifender sein, auch wegen Übersichtlichkeit halber. Die sind dann hier mit den Schaltern verbunden. Ich schalte dann hier den Schalter, das Signal geht hier rüber, schaltet den um und das geht dann hier rüber durch die Leitung in den roten, ins rote Kabel und dann entsprechend dahin, wo es gebraucht wird. Dann wollte ich natürlich noch ein bisschen ausgefallener was haben, und zwar hier oben Lampen, die mir zeigen, dass etwas an oder aus ist. War für mich persönlich wichtig aus einem Grund, ganz einfachen Grund. Ich finde es wichtig, dass man da Übersicht hat. Jetzt ist natürlich das Problem, dass das Signal hier ja umgewandelt werden muss, weil das oben in den Redstone-Fackeln, wenn das so mit dem Block verbunden ist, leuchtet dann die Redstone-Fackel halt eben, wäre falsch rum halt eben. Und da habe ich das hier noch eingestellt, dass das dann hier umgewandelt wird, das Signal. Das geht normalerweise anders, da tut man einen Block hinsetzen, pflanzt vorne eine Redstone-Fackel hin, wie war das nochmal gewesen? Ja, und pflanzt vorne eine Redstone-Fackel hin, und wenn dann halt eben hier das Signal kommt, ist es an und ansonsten ist es aus. So, jetzt ist da das Signal an und da ist es aus. So macht man das normalerweise. Aber da hätte ich jetzt keine Paneele draufsetzen können und hätte das Ganze eins tiefer setzen müssen. Und dann hätte es auch nicht mehr hier mit den Kabeln so unbedingt funktioniert. Und da habe ich einfach gesagt, machen wir das so. Das ist meine Tötungskammer. Die muss ich jetzt noch pflastern. Und auch noch ein paar andere Sachen machen. Und zwar habe ich hier, habe ich was ganz Besonderes. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich das Werkzeug dafür habe. Ich hatte nämlich da auch schon wieder woanders weitergebaut. Und da kann das sein, dass die Stadt... Ne, hier ist er. Wenn man jetzt hier guckt, hier hat man Power 1, Range 10 und einmal Power 3 und Range 40. Und vorne kommt im Endeffekt Power 9, Range 49 Advanced raus. Das kommt einfach durch drei Linsen. Ich habe hier eine Linse drin, da eine Linse drin und hier eine Linse drin. Da kann man jetzt hier... ganz gut sehen, da ist eine Redstone-Fackel, die befeuert die zwei. Und das schießt hier einen gelben Advanced-Laser raus, bis hinten in die Wand rein. Schön ist an diesen Advanced-Lasern, und das ist das absolute Mega-Hammer-Geile bei Lichtlasern, wenn sie Advanced sind. Und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, packen wir uns das mal kurz hier rein. M64.
Und zwar, ich schalte mal kurz hier den aus, den ich noch nicht aufgewertet habe. Jetzt haben wir hier unser Licht, wie man sieht. Das geht ungefähr bis dahin. Durch den Advanced ist das recht weitreichend. Und normalerweise würde ein normaler Laser, wir machen das jetzt mal hier, das ist nämlich kein Advanced Laser. Zack, ist das Licht aus. Ich gucke an die Decke, Licht an. Kann ich auch noch ein bisschen deutlicher machen, Moment. Aus, aus. Jetzt dürfte es ein bisschen dunkler sein noch. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das auf YouTube so gut erkennt. Den Unterschied, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unseren Laser. Und wenn wir jetzt hier einen Block davor setzen, tata, das Licht strahlt da hindurch. Und nicht nur in der Länge, sondern auch in der Höhe. Wenn wir jetzt hier mal die Fackel ausknipsen, sehen wir, dass da oben eigentlich Finsternis ist. Und wenn wir jetzt die Fackel wieder anpflanzen, sehen wir, tatam, Licht. So kann ich hier einen Boden machen, im Großen und Ganzen, und brauche allen Ernstes nachher bei dem Boden keine Lampen zu verwenden, keine Fackeln, nichts. Wir haben hier dann nachher im Endeffekt, bis auf diese Laser, die jetzt hier in die Luft schießen, die ich vielleicht auch noch ändern werde, aber eigentlich auch nicht, weil ich das so als so Lichtsäule haben will, die dann so den Weg zum Altar des Todes liefert. Aber ansonsten finde ich das so ganz cool, weil halt eben wirklich durch den Laser das Licht da ist und absolut nicht sichtbar ist, woher das Licht kommt. Ich mache jetzt auch mal den Strahl hier komplett zu. Oh, da ist ein kleines bisschen. Das funktioniert doch nicht so, wie ich das gedacht habe. Ah, es strahlt zwar durch die Blöcke durch. Ah, so, so ist das gemeint. Es wird durch die Blöcke nicht aufgehalten. Mist, Mist, Mist. Dann müsste ich es so machen. Ja, dann machen wir es so. Okay, dann weiß ich da auch Bescheid. Okay, also klappt es doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, gut, okay. Aber wenigstens halb. Halb ist ja auch gut. Vor allen Dingen, weil dieser Lichtlaser Level 9 wirklich richtig, richtig ordentlich Licht gibt. Man sieht es ja selber, also der gibt auch wirklich hammermäßig Beleuchtung. Ja. Kommen wir mal kurz dazu, wie der gebaut wurde. Jetzt muss ich kurz gucken. Den Laserbohrer habe ich aber nicht hier. Habe ich Futter in der... An mir? Nein, Futter habe ich auch keins an mir. Gunzi, Gunzi, du bist wieder vorbereitet ohne Ende. Ja, da muss ich ein bisschen altes, ranzigen Schinken fressen. Kann man auch mal zwischendrin. So als Notlösung. So. Habe ich hier was drin? Nein. Okay. Dann habe ich das da hinten gelassen. So, hier habe ich auch ein bisschen weiter gearbeitet. Das habe ich erst überlegt gehabt, hier die Wände alle schön zu machen und schnieke, dass die toll aussehen. Aber ich finde das eigentlich, wenn das hier so durch diese Formation geht, nicht schlecht. Nachteil ist natürlich, dass... Ach, hier ist der... Nachteil ist natürlich hier so Störenfriede, aber andererseits
kann ich damit leben? Ja, eigentlich schon. Eigentlich kann ich damit leben mit den Störenfrieden. Deswegen lasse ich das so. Das soll so ein kleines bisschen so hier diesen Industrielook geben. So sieht, was man so abgebaut hat und was man hier so gemacht hat. Und dann sind wir auch eigentlich schon durch mit der Tour. Was habe ich alles gemacht vor meinem Computerabsturz? Ja. Das habe ich gemacht. Ich denke mal, das verzeiht ihr mir auch, dass ich da jetzt so viel so gewerkelt habe. Mit den zweiten Staffel muss ich auch sagen, es geht voran, voran, voran. Gute Nachricht. Sind fast alle Mods upgedatet und ich könnte eigentlich, hätte ich auch schon anfangen können, hier meine Jar zu bilden und dann mir Gedanken über das Tutorial zu machen. Aber wie der Zufall so will, ist genau eine, nein, sind sogar zwei Mods, die Geländeoptionen ändern. Also Erze zufügen und all so ein Kram. Genau zwei Mods davon sind noch nicht upgedatet. Das sind noch die einzigsten zwei Mods, die nicht upgedatet sind. Und das ist natürlich super, super ärgerlich. Wenn das irgendwie so eine kleine Mod wäre, könnte ich das einfach ignorieren. Aber gerade diese großen Mods sind natürlich nicht ignorierbar, weil ich diese Optionen ja auch beim Erstellen der Map benötige. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier, es dreht sich zum Beispiel um Red Power, ich mache jetzt hier ohne Red Power und mache eine neue Welt und da sind keine Superbäume, kein Blue-Tricity, also diese blauen Redstone-Dinger drin und halt eben auch kein Zinn, kein Kupfer von dieser Mod. Das wäre dann doch sehr, sehr kontraproduktiv. Sonst hätte ich da schon längst angefangen. Aber ein Vorteil hat's, Recherche, Recherche. Und zwar recherchiere ich immer mehr und mehr und komme natürlich auch immer besser klar mit allem. Und brauche dann nicht so großartig dann nachher rumzujödeln. Ich finde die Wege so auch auf jeden Fall klasse mit dieser Steinumrandung. Das sieht alles so ein kleines bisschen, hat so einen leichten 3D-Effekt. Finde ich nicht schlecht. Also ich bin schon damit zufrieden. Das ist jetzt nur so eine kurze Einführung gewesen, nach langem AFK sein. Ich tue jetzt die Aufnahme hier auch unterbrechen. Für mich persönlich, für euch geht es dann morgen weiter. Und morgen machen wir hier Säulen. Wir tun uns unten mit der Elektrik in der Monsterfalle beschäftigen und machen die mal dann fertig weitestgehend. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe halt eben wirklich, dass die nächsten paar Tage die letzten zwei Mods upgedatet werden, also Red Power und Industrial Craft. Bin wirklich ganz gespannt, ob ich dann auch die Jar so gebastelt kriege, wie ich das gerne hätte. Hab mir da auf jeden Fall schon mal einiges an Inspiration geholt. Und mache auch dann auch ein richtiges Tutorial dafür. Ein richtig schönes. So. Okay. Hier, den hatte ich glaube ich ausgestellt, weil sowieso die Kiste überlaufend voll war. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass mein Computer kaputt gegangen ist und dass es so lange gedauert hat. Aber es war halt eben wirklich scheiße. Mainboard kaputt und dann hatte ich halt eben auch jetzt mit Windows unheimliche Probleme und musste Windows neu installieren. Und ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Naja gut, okay. Bis morgen dann. Tschüss.